Okay. Haben wir den Brief schon besprochen? Können wir ihn nochmal besprechen? Hey Edna, ich habe einen Brief in Hornbuschs Manteltasche entdeckt. Der ist bestimmt Teil einer Verschwörung. Psst. Da ist ein Loch im Psst. Edna, Edna, Edna! Da ist ein Zirkus in der Stadt! Was sagst du? Ein echter Zirkus? Herr Hornbusch! Herr Hornbusch! Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Kann er mal petzen. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Edna Konrad, du störst schon wieder den Unterricht. Ich gebe dir hiermit eine Verwarnung. Bei der dritten Verwarnung kommst du in den Schrank. Verstanden? Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. Edna, 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 die Badesaison hat begonnen. Oh, ich will auch baden gehen. Herr Hornbusch, Herr Hornbusch, Edna führt schon wieder Selbstgespräche. Ich kann mich gar nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Ich muss doch sehr bitten. Das ist jetzt schon die zweite Verwarnung, Edna. Wenn du noch ein einziges Mal den Unterricht störst, landest du im Schrank. Es tut mir leid, Herr Hornbusch. Es soll nie wieder vorkommen. So, haben wir noch. Ist das da die Handschrift von deinem Vater auf dem Zettel? Ja, wieso? Es ist nur ein kleines Memo über mein Pausenbrot. Nun, wie wäre es, wenn wir einen eigenen Zettel an Herrn Hornbusch formulieren? Im Namen deines Vaters? Du meinst, wir fälschen seine Handschrift? Wir borgen sie uns nur. Immerhin hast du hier Zeit genug, sie zu üben. Oder hast du etwa etwas Besseres vor? Du hast recht. Das klingt wirklich nach einer guten Idee. Vielleicht schaffe ich es dann ja doch noch, das Wetter zu genießen. Und da haben wir es rausgeschafft aus der... Es ging ja schneller als beim ersten Standardversion. Erstmal spielen. So hast du damals gelernt, Unterschriften zu fälschen. Mit der Zeit wurdest du so gut, dass du jede beliebige Unterschrift imitieren konntest. Nur vom Draufgucken. Ja, ich glaube, ich könnte das immer noch. Ich hoffe sehr, dass mir das weiterhilft. Dieser Klassenraum zählte nicht gerade zu meinen Lieblingserinnerungen. Lieblingserinnerungen oder Unterschriften fälschen. Können wir das hier ich schon will machen? Keine falschen Erinnerungen. Okay, kann man nicht, aber ich weiß, wo wir das tun können. Dann müssen wir hier erstmal noch durch die Gegend laufen und alles mit Unterschriften vollkürzeln. Auf jeden Fall. So, na dann. Ja, ich glaube, diese Unterschrift könnte ich lernen. Etwas später. Wow. Das sollte reichen. Ich kann die Unterschrift jetzt perfekt imitieren. Angeschaut, Fresh hat den Fälscher an. Keine. An die Stellen, wo noch keiner ist. Loser. Da ist noch Platz. Nein. Auf dem Stein. Hier ist sie bereit. Mist. Warte noch. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall machen können, ist... Das klappt. Sehr gute Idee. Ich unterzeichne den Wisch einfach im Namen von Dr. Marcel. Unterschriebenes Formular. Sehr schön. Jetzt können wir da auch weitermachen. Aber erstmal
erstmal kritzeln. Nein, das sind meine Polster. Was? Nein. Können wir nein. Nicht? Ich dachte, alles andere können voll kritzeln. Schade. Tja, das ist echt schade. Wait, wir waren hier draußen noch nicht. Nur mal von oben den Ausblick auf alles. Da kann ich leider nicht drauf rumkritzeln. Den kleinen Bug ausnutzen. Dass wir an ihn vorbei können. Das ging, glaube ich, im Original nicht. Dieser Mord trägt ausnahmsweise einmal nicht die Handschrift des Doktors. Ja. Dann kritzeln wir mal alles. Ach, von außen geht's. Da steht eigentlich der Marcel, man so unterschrift sich an gut. Also in manchen Versionen. Das war die falsche Unterschrift, Edna. Das da kann ich leider. Das ist mal wirklich ein Bug. Da kann ich leider nicht drauf rumklicken. Meine Unterschrift werden auch gleich noch lernen, aber. Oh ja. Kleiner Fehler im Spiel. Da muss ich mich doch beklagen. Und die haben wir noch nicht voll gespritzt mit. Sprühen mit Zeugs. Okay, das haben wir schon. Mist. Mist. Wie die falsche Unterschrift. Ein Steckenleck. Der liegt. Was soll denn der Mist? Da steht die Unterschrift, wenn sie spucht. Deadleck. Vielleicht kann ich mit Dr. Marcells Unterschrift direkt auf dem Schlüssel. Ey, Finger weg! Uiuiuiui. Hätte ja sein können. Ich habe auch noch nicht alles bespritzt. Das ist so schon. Das klingt so falsch. Shoot me. Ach gut. Auf Keramik lässt. Ja, bring mir all deine tollen und gesunden Sachen. Nur eine Berührung mit mir und sie werden alle gesund. Ah!
Ja, bring nur. Bitte was? Es ist zwar kein Kaffeepulver, aber was soll's? Beschmutzen. Es ist zwar kein Kaffeepulver. Ich sehe das Send. Da ist. Bullseye! Das sehe ich aber anders. Bullseye! Oha. Das ist macht nicht. Bullseye! Sehr schön. Bullseye! Haben wir da schon drauf gekritzelt? Ja, haben wir. So, runter. Der fährt jetzt zwar nach oben, aber... So, hier müssen wir jetzt noch Unterschriften leisten. Und die Tür ist offen, jetzt können wir da nicht mehr drauf unterschreiben. Das ist ja blöd. Aber hier. Zu wenig Platz für Dr. Marcells Okay. Ich habe gelernt, Unterschriften zu fälschen. Denkst du, dass dich all die Anstrengung letztlich befreien wird? Du solltest dich zunächst darauf konzentrieren, in deinem Innersten frei zu werden. Du meinst pupsen? Ja, sicher. Das klappt so. So. Hier runter. Da runter. Sitzecke. Wozu? Da gehen wir gleich mal hin, wenn wir schon mal hier sind. Zur guten Therapie. Dann mal rein. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? Oha. So, wenn Sie dann soweit sind... Möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Jetzt brauchen wir bestimmt die Notizen, die ich mir aufgeschrieben habe. Die habe ich jetzt als Sekunde. Müsste mal kurz losholen. Ich bin mir relativ sicher, dass wir die hier brauchen. Das war doch, wenn ich mich dunkel dran erinnere. Mein Handy liegt hier zum Laden. Mit meinem Handy habe ich mir doch letztens die Notizen gemacht, als wir in den Akten waren. Dann müssen wir auch jetzt hier
uns als Drogebecher Adrian und Co. ausgeben. Sekunde. Hier habe ich die Notiz. Bienmann, Adrian, Drogebecher, Peter und Ruti. Ich würde mir lieber erst einmal ansehen, wie das hier abläuft. Na gut, dann machen wir doch besser da weiter, wo wir aufgehört haben. Poki, stellen Sie sich nochmal vor? Ja, na gut. Juhu. Also ich bin Poki und ich war also wahnsinnig zu glauben, ich könnte ein Computer-Adventure-Spiel in nur wenigen Monaten mit nur einer Handvoll Mithelfern programmieren und gleichzeitig noch die über 100 Hintergründe zeichnen und alle Animationen und in der Zeit noch meine Diplomarbeit schreiben. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Oha. Als Vorletzter? Sehr interessant. Nächste Frage. Was hätte Ihr Haustier für eine Farbe gehabt, wenn das Spielchen. Es ein Huhn gewesen wäre? Ocker. Ocker? So. Der Fall ist klar. Sie leiden unter Größenwahn. Puh. Danke. Ich glaube, jetzt bin ich geheilt. Was? Das soll die Therapie sein? Probier es aus. Es hilft ungemein. Wären wir dann soweit? Was ich? Ja, meinetwegen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn's sein muss. Hallo, Gruppe. Okay, letztendlich wollen wir ja über Adrian wollen wir reden, da wollen wir was wissen, damit wir ihn austricksen können, uns die Medaille kriegen können. Aber ich würde mal sagen... Ich bin Flatula Buselgarn. Ah, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Letzte ausgewählt. Die Azteken haben nachts immer meinen Kühlschrank geplündert. Den Kühlschrank. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Dorsch gewesen wäre? Eierschale? Eierschale. So. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Pa, ich hab die schon. Okay. 30.000 Zeilen. Alleine im ersten Akt. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Sehr interessant, Herr Poki. Aber warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie jetzt schon wieder? Wollen Sie sich noch einmal zu uns setzen? Auf jeden Fall. Darum bin ich hier. Sehr gut. Setzen Sie sich dann bitte wieder zu den anderen, ja? Da wären Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vorzustellen. Was denn? Noch einmal? Na gut. Hallo, Gruppe. Ich bin Edna Konrad. Ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde immer im Keller eingesperrt. Im Keller? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Rettich gewesen wäre? Mokka-Oktarin-getupft. Mokka-Oktarin-getupft. So. Der Fall ist klar. Sie erzählen mir die ganze Zeit nur Märchen. Das ist doch Wenn die Sie Wahrheit. Wenn Sie nicht mitarbeiten, kann ich Sie auch nicht therapieren. Die sollten jetzt lieber gehen. Okay, jetzt Edna kommen wir hier nicht weiter. Wer braucht die schon? Edna kann sich hier nicht therapieren lassen. 30.000. Sehr interessant, aber... Ja, bitte, wollen Sie sich... Ja. Darum sehr... Da wären Sie doch... Was denn? So, Hoti. Ich bin Hoti und das ist mein Zwillingsbruder Moti. Dann versuchen wir das mal. Ah ja, ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Anekdote aus der Jugend ist mal gut. Als Letzter ausgewählt war ich das. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Letzter ausgewählt. Hoti als Fünfter, als Letzter. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Pony gewesen wäre? Aber Ruti hat eine gelbe Ratte. Also, ein Pony ist schwarz. Das Pony, was man ja... Das schwarze Pony gehört Drogebecher.
Nee, das Schwarzpony gehört dem Bienenmann. Schwarz. Schwarz. So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden sehr darunter, dass sie untrennbar an ihren siamesischen Zwilling gefesselt sind. Sie fürchten, niemals ein eigenes Leben führen zu können. Mhm. Das macht sie zynisch und verbittert. Reden Sie mit Ihrem Bruder über diese Gefühle. Wer könnte sie besser verstehen? Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Das ist geheilt. Ja. Ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Okay. 30.000. Sehr, ja, wir wollen. Machen wir die Rest. Darum bitte sehr gut. Wir wären. Was? Peter. Ich bin Peter. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Okay, die Tiere haben scheinbar nichts zu bedeuten. Die haben nur, das ist nur eine Kombination aus Farbe und Tier. Die haben mit dem Charakter nichts zu tun. Okay, Peter, der war als Vierter dran am Sport. Als Vierter, als Vorletzter also. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Vorletzter ausgewählt. Als Vorletzter? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es eine Ratte gewesen wäre? Eine Ratte. Eine gelbe Ratte haben wir hier im Angebot. Gelb. Gelb. So, so. Der Fall ist klar. Sie leiden an einer manischen Depression. Diese Depression wird durch die Tatsache, dass Sie heute Geburtstag haben, verstärkt. Oha. Wahrscheinlich rührt Ihre negative Einstellung daher, dass einst bei einem Badeausflug nach Helgoland Ihre Sandburg durch einen Kometen zerstört wurde. Seitdem glauben Sie, die Welt sei gegen Sie. Das war's. Sie sind geheilt. Sie können gehen. Da fahren wir ja Hintergrundgeschichten zu den Charakteren. Das macht mal Sinn. Bist du noch da? Keine Sorge, Ed. Nicht wir. So, wir wollen nochmal. Darum. So, jetzt würde ich mal sagen. Sie doch. Was denn? Droggelbecher. Droggelbecher. Ich verstehe. Das wird interessant. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Droggelbecher. Ne, genauso wird das funktionieren. Das passiert jetzt auf Ihrer Jugend. Droggelbecher. Beim Sport als Dritter ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Drittes ausgewählt. Als Drittes? Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Goldfisch gewesen wäre? Ein blauer Goldfisch. Ist viel getrunken, deswegen ist er blau. Blau? Blau. So, so. Der Fall ist klar. Mit Ihnen ist gar nichts verkehrt. Eine leichte Sprachstörung und die Angewohnheit, Sofakissen auf dem Kopf zu balancieren, machen Sie noch lange nicht zu einem Verrückten. Sie sind nicht anders als die anderen. Behalten Sie das im Kopf. Das war's, Sie sind geheilt. Sie können gehen. Oh, ich bin baff. Mhm. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Tja, Drogebecher. Ein Drogebecher ist nicht verrückt. Sehr, aber warten. Ja, bitte, wollen Sie... Darum... So, da haben wir noch... Sie doch bitte so freundlich, sich noch einmal vor... Was denn? So, dann wollen wir mal Adrian, den König des Aufenthaltsraums, nehmen. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Als Zweiter wurde ausgewählt. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Hund. Das ist ein grüner Hund. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Das ist die Prüfung. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Die Hilflosigkeit gegenüber den himmlischen Energien hat Sie frustriert. Darum haben Sie eine Kontrollpsychose entwickelt. Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen.
Nicht alles muss ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, sie sind geheilt. Wie kann man ihn schlagen? Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wird...